figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah! では世界救出作戦開始。 ツインSや召喚士たちへの連絡は任せてくださいな。 よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。 オルテモゲートか。何をするつもりだ。おい、何のつもりだ。もらった。セイバーどもか、どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテモゲートへ向かい。 セイバー殿が何かをしているようだ。<笑>今更何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。 まだまだ時間かかりそうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあ、なんだそれは。まさか。やめろ父さん。 この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカな息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。 ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守ってみんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が 少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私 Ihr habt's gehört. Wenn wir sie wieder verletzen müssen, werden wir das tun. Und damit ein herzliches Willkommen zu der letzten Schlacht in World of Final Fantasy. Heute in meiner Marathon-Tour, um ein bisschen wieder
Content zu produzieren, sind wir jetzt hier mit Lan, nicht mal mit Rain, okay. Und wir werden hier mal auf Plus gehen und mal gucken. Na toll. Okay. Den machen wir als Spiritus Sancti. Ja. Das war schmerzhaft. Okay. Dann regeln wir das mal auf die altmodische Art und Weise mit Analyse. Okay. Also töten könnt ihr uns real technisch nicht eigentlich. Ja, komm, einfach draufhauen. Bro. Wenn du verfehlst. Oh, scheiße, ich bin... Gut, dann haben wir dafür auch die perfekte Sache, und zwar kurieren. So. Warum bin ich schon wieder... Greife ich dich gerade nicht magisch an und ich mache dir viel zu viel Schaden, Bro. Und tschüss. Und das war's. Und jetzt kommt Rain im Alleinkampf. Und wir sind so busted. Moment. Dich haben wir schon analysiert. Und zwar, warte mal, Wasser nur? Und Unlicht. Okay. Enigma der Schatten. Die Signature-Attacke unseres Vampirs. So, dann. Was wollen wir machen? Was machen wir physisch? Ja, easy. Rain hat gar keine Probleme. Die regenerativen Heilmittel sind viel zu krass. Gar kein Problem. Alles wirklich gar kein Problem. さん。
ね。最後まで。結局、父さんは、俺が。謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に何もできずに死んでしまった。これはこの体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラン、そっか。なんだよ。父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にか、そうやって人のために泣いて戦って、いろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心、忘れるなよ。父さん！母さん！ダメ。こいつは、まだ。Hat das Ding sich gerade entwickelt? Lady Pellinora. What the fuck? Okay. Interessant. Vita. Nee, falsche Vita. Vitaga will ich nicht einsetzen, das ist zu stark. Also wegen den FP. So. Dankeschön. Aber das halten die nicht aus, die Gegner. Normal Vita. So. Ich könnte rein theoretisch einfach normal draufklatschen und die würden umfallen. Wie Streichhölzer. Habe ich Wasser? Aqua, hier. Dann haben wir hier Enigma der Schatten. Boom. So viel regeneriert. Wow. Sorry, Bro. Einfach nein.
悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。仮初めの状態とはいえ、あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ変身に気をつけろ。Hä? Er kann seine Form verändern? Den nehmen wir trotzdem verrecken. Gut, er hat keine Schwächen. Bist du überhaupt ein XL? X9 Bahamut. Moment. Vitaga. So. Jetzt, ja, einfach drauf, ne? So. Ja, wir brauchen zuerst mal wieder und das hat jetzt was gemacht? Irgendwie habe ich nicht gesehen. ja. Na dann, gehen wir jetzt auf Vita, um uns selbst zu regenerieren. Dann gehen wir auf Dunkelung. Macht halt gar nichts. Blüten erwachen! Scheiße, wa? Aha. Und dead. Natürlich besiegt er uns jetzt.
Oder zumindest ist kaum... Was? Er liegt wirklich zu Boden? それはこの世界に我のルールを待ち込むことができるということだ。故に。 必勝の存在となれるのだ。異世界を守るセイバーですら無意味。さあ、どうする？どう限界は超える。我が世界のルール、どう覆すのだ。 Mal gucken, was er für Schaden zieht. Weil wenn er den Schaden zieht, den ich vermute. Ne. Grenzenlose Macht. Digga, du kriegst Schaden. Autsch. Also eher für dich. Du greifst immer nur Lan an, du Vollidiot. Und wir machen jetzt was. Solange greifen wir einfach normal weiter an. Gehen hier kurz auf Vita. Dann hier weiter drauf angreifen. Dann machen wir das da. Oh nee, oder? Jetzt. Hä? Ich kann auf die Erlösung... Okay. Dann eben nicht, weil ich wollte jetzt unseren Behemoth nochmal rausholen. Ich muss kurz kurieren. Danke. Jetzt kann ich auf Vitaga gehen. Und beide ziemlich heilen. So. Du bist ein lächerlicher Boy. Ja, du hast sowieso keine Schwachstelle, ne? Da müsste dich schon wieder analysieren. Mache ich kurz mit ihm hier. So. Wind. 200. Und das Ding ist nur L. Okay. Interessant. Oh Gott. Ist der schon wieder... Kurieren, Rain. Dann brauchen wir unbedingt maximales Leben. Vita auf ihn. So, jetzt will ich gucken. Wieder full heilen. Oh.
Vitaga. Und dann hier auf kurieren. Lan. So eine Show für so wenig Schaden. Bro, das müssen wir nochmal lernen. Wie man eine richtige Show abzieht. Ja, und dann nützt die ganze Geschwindigkeit nichts. Oh oh. Oh oh. Toll. Toll. Ich kann nichts mehr machen. Arschratte. Ey, man, kann ich nur noch dich angreifen? Au, oder mich? Kann ich noch was machen, Bro? Erzengel. Amnesie, oh Gott. Jetzt mache ich hier mal einen Mega-Phönix. So. Und jetzt gehe ich hier mal auf Vita. So, dankeschön, Arschloch. Der Kampf ist so unfair. Der Kampf ist sowas von unfair. Na. Aber Leben tut eigentlich nicht mehr lange. Sei verflucht. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass der direkt in Worte rübergeht. Natürlich, wenn ich speede, dann hört man nichts mehr. Oh, hab ich deine Welt kaputt gemacht? Oh, und warum wirst du jetzt geheilt? Nee, nicht schon wieder, Bro. Wow, so wäre es richtig gewesen. Hä? Was, der kommt da aus diesem scheiß Käfig? Ich kann nicht mehr so viel Zeit haben.
大丈夫。あなたたちの手は必ず幸せを作れるから。行くぞ、姉ちゃん。うん。Oh. Er wurde versiegelt. Armer Sack. Macht aber auch Sinn, sie sind zwei Seiten einer Medaille. Und nur wenn sie zusammenarbeiten, funktioniert das auch so. Alleine hätte das Lan nie geschafft, wie man es auch gesehen hat. Tschüssi, ihr scheiß Hobbys. Abmarsch, ab ins mechanische Reich, aber ohne uns. Hä? Der hat keine. Deswegen. Ah, Mann. Tja, scheiße, wa? Nee, du bleibst hier. Den könnt ihr gleich mitschicken, den Bastard. Gebt ihm noch einen saftigen Tritt mit. Gebt dem jetzt noch einen saftigen Tritt mit. Dankeschön, aber dann wortwörtlich einen saftigen Tritt mitgegeben. Tama? Ja, nee, jetzt nicht. Hallo, scheiß Controller. Jetzt, wo es geil wird. Tama? Einmal retten, danke. Und du mit einem saftigen zweiten Tritt ins Loch. Oder auch mit einem Fausthieb. Los! Abmarsch, Sackgesicht. Du kannst dich dorthin verziehen, wo du hergekommen bist. Oder auch nicht. Was auch immer. Hasta la vista, Baby. Lass los! Du Krallensack. Schnauze. Er sagt auch Schnauze! Geil! Das habe ich erst jetzt gelesen, wie geil. Ich und Lan sind auf einer Wellenlänge. Ohne Scheiß. Du willst es nicht mit denen da rein. Hä? Hä? 気にするなよ、アウィン姉さん。俺らが消えればこのゲートもなくなって、もうこんな連中がこの世界にちょっかい出すこともなくなる。でも、あなたたちは？ああ、悲しい顔禁止。幸せが逃げちまうからな。
姉さんとそっちの世界をよろしくね。ここまでいろいろありがとう。よいしょっと。アウィン姉さん、みんな、いろいろ迷惑かけてごめんね。さよなら。みんな、元気でな。また会おうぜ。Du willst mich jetzt verarschen. Jetzt muss man New Game Plus anfangen, damit man überhaupt alle fahren kann. していきましたね。本当、台風みたいな二人だったわ。俺もあの二人に負けないように、もっともっと元気に行けさ。あなた、それ以上元気になってどうすんのよ。ま、何にしてもあの二人は大丈夫そうよね。ええ、二人一緒だから心配の必要はなさそうです。さて、俺たちにはこの世界の後始末が残っているな。やることは山積みだ。また会おう。二人ともお疲れ様。ありがとう。Du kannst sie zurückholen.Du Pseudogott. Anna Cross. Und sowas nennt sich Göttin. Und das war World of Final Fantasy. Ja, nee, aber diese Tanzanlage könnt ihr gleich... hier. Nee, nicht...Ich hoffe, das ist nicht werbeunfreundlich. Ich setze da mal den Ton komplett runter. Jetzt sehen wir zwar das Bildmaterial, aber ist egal. So.Denn ab hier kann ich wenigstens frei Schnauze reden. So, ich höre den Scheiß zwar noch, aber gut. Ja, meine Freunde. Die Story ist ziemlich genial gemacht. Einfach das Ende. Ich hasse solche Enden, wo es kein Happy End gibt momentan. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir komplett verloren. Na, also...Das ist eigentlich immer so, zum Beispiel bei Bloodborne ist es ja auch so, du verreckst gefühlt, weil du der Nachkomme bist, entweder bist du im Rollstuhl oder du wirst als Fötus wiedergeboren, irgendwie sowas. Und dann geht die Reise von vorne los. Deswegen, na, wenn du dort durch bist, ist es normal. New Game Plus. Das Problem ist hier, das ist ein Story Game.Nicht so wie Bloodborne. Und es kann sein, dass wir gleich noch irgendwas bekommen, was dann heißt, ja, wo... also vielleicht auch eine Cutscene, wie wir zurückkommen, weil Anna Cross es so wollte. Wäre cool. Und dann können wir weitermachen und dann irgendwann noch ein New Game Plus starten.
Wenn dem jetzt nicht so der Fall ist, müsste ich den ganzen Rotz normal machen. Hab zwar neuen Stuff, ja, zum Beispiel andere Miragen, die ich noch fangen kann, weil es New Game Plus ist und so, weil es heißt auch ausdrücklich, dass du je nachdem erst Miragen bekommen kannst, wenn du durch bist mit dem Spiel, also sprich New Game Plus. Jetzt bin ich gespannt, was gleich kommt. Ah, jetzt kommen noch alle irgendwie Stimmen. Ich bin schon drauf, dass ich euch wieder, also dass ich das Game wieder lauter machen darf. Oh Mann. Nee, es pisst mich immer so an, wenn dann Copyright-Musik gespielt wird und dann alles weltweit gesperrt ist. Oder dann Bildinhalte, die man nicht sehen darf. Zum Beispiel wie bei, wie hieß es, Dragon Quest 11. Das war ja komplett Rotz. Da konnte ich den letzten Part einfach nicht bringen, weil, ja, weltweit gesperrt, ne? Und auf diese Einlage hätte ich gut verzichten können, ehrlich gesagt. Und skippen kannst du den Rotz auch nicht. Ja. Ist ja süß gemacht. Aber es ist mehr ein Kinder... Wisst ihr, die Story ist so unglaublich erwachsen teilweise und gibt so viel Wertevermittlung mit und dann kommt diese Rotze. So kindische Kacke. Oh, Bro. Und ich muss mir das anhören. Aber es ist ziemlich witzig, was so im Chibi-Style möglich ist. Und sie sehen auch richtig gut aus, an dem liegt ja nicht, ne? Ist ja nicht so, dass sie scheiße aussehen. Was? Und jetzt ist immer noch nicht fertig, Bro? Ich versuch's gerade zu skippen auf irgendeine scheiß Art und Weise. Aber es funktioniert tatsächlich nicht. Ja, was gibt's über das Spiel zu sagen? Die Mechanics sind wirklich so auf... ja, ich weiß gar nicht, was er da war. Monster Hunter Stories 1 oder das Game? Also, ich kenne halt nur das. Also, nur Monster Hunter Stories, was auf diesem Gameplay passiert. Ich muss schon sagen, hat sogar eine tiefere Story als Monster Hunter Stories, muss ich ehrlich sagen. Mir gefällt das. Die Mechaniken, dass man ziemlich früh auch schon an gute Miragen kommt, ist ziemlich cool. Dann kann jeder entscheiden, wie er spielen möchte. Ob er mit starken Miragen von Anfang an rein möchte oder nicht. Was sie hätten anders machen können, ist dieses, was können die Viecher? Weil, klar, du hast immer Status einwerfen können, also du hast den Status abrufen können, aber immer, wenn du das gemacht hast in der Box, bist du komplett rausgezogen worden. Wieder ins Hauptmenü, dann musstest du wieder, also ins Hauptmenü einfach dort, wo dein Team war und so, dann musstest du wieder reingehen in die Box und dann den nächsten aufrufen. Und das war sowas von nervig. Warum merkt, also das kann man ja programmieren, dass das Game sich merkt, oh, ich war bei diesem Mirage. Dann gehst du wieder auf dieses, also dann wirst du automatisch wieder zu diesem Mirage hingezogen. Selbst wenn ich nochmal drücken müsste, nein, ich muss mir noch genau raussuchen, wo ich genau war. Und wenn du jetzt zum Beispiel 200 Miragen hast, ja, viel Spaß. Also, sorry.
Weil es gibt ja Leute, die wollen wirklich jedes Mirage so einen Living Dex machen und dann haben sie wirklich jedes Mirage abgearbeitet. Und sorry, dann hast du einfach nicht wirklich Ordnung in dem Stuff. Das ist richtig badass. Aber an sich, wie gesagt, es ist ein super Spiel. Man kann lange und viel Zeit mit verbringen. Klar, ich habe jetzt irgendwie nur 70 Stunden oder so Zeit verbracht, aber na. So, ich kann jetzt endlich wieder hochgehen. Ja, Fortschritt speichern. Ich will hier nicht verweilen. Vielleicht muss ich einen kurzen Teil rauskappen. Kann sehr gut sein. Was das passiert ist, dann wisst ihr jetzt warum. Da plötzlich mal kurz gecuttet wurde. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my